Hallo und ein herzliches Willkommen zum ersten Workshop der Akademie Schrift und Bild. In diesem Video gibt euch David einen Einblick in die Kunstsammlung der Stiftung Schrift und Bild. Dabei erfahrt ihr unter anderem, was die Begriffe visuelle Poesie oder skripturale Poesie bedeuten. Anschließend treffen wir bei einem Atelierbesuch den Künstler Jörg Schmitz, der von seinem Konzept des Action Writing erzählt. Dazu gibt es dann drei Aufgaben, die jeder für sich durchführen kann. Sehr gerne stellen wir euch zum Thema visuelle Poesie weiterführendes Material zur Verfügung. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen in der Kunstsammlung der Stiftung Schrift und Bild. Die Sammlung Schrift und Bild ist eine Kunstsammlung mit dem Fokus auf eben genau diese beiden Themen, Schrift und Bild. Namensgeber ist die gleichnamige Ausstellung aus dem Jahre 1963 in der Kunsthalle Baden-Baden und im Stedelijk Museum Amsterdam. Dass Künstlerinnen und Künstler Schrift zum Bild werden lassen, hat eine jahrtausendealte Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ganz besonders nach 1945 suchten sie nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Vier davon zeigen wir hier. Einer der bekanntesten Vertreter ist Karl Otto Goetz, 1914 bis 2017, von dem diese Lithografie aus dem Jahr 1966 zu sehen ist. Goetz entwickelte seine Arbeit immer wieder aus Schreibbewegungen heraus. Nun zu Gil Schlesinger. Er wurde 1931 in der Tschechoslowakei geboren und überlebte im Untergrund die Verfolgung durch die Nazis. 1955 kam er aus Israel in die DDR, in den Verband bildender Künstler und wurde 1994 sogar zu einer Vorbildfigur in der Leipziger Kunstszene. Seine Leidenschaft war die Grafik, zu der auch der Druck, die Lithografie gehört. Karl Otto Goetz arbeitete mit einem Rakel ziemlich abstrakt. Schlesinger arbeitete mit einem Pinsel, wahrscheinlich Tusche, ziemlich figürlich. Hier sehen wir nun eine Arbeit von Robert Motherwell, 1915 bis 1991. Wann habt ihr das letzte Mal so gezeichnet? Ja, in der Kindheit. Damals fandet ihr einfach jede Geste von euch schön. Ein Glücksgefühl. So heißt diese Lithografie von 1989. Beau Geste. Französisch für schöne Geste. Denn beim Schreiben spürt er das in vielen Gesten. Auf den ersten Blick erkennt ihr völlig richtig Worte, Schrift, die wie ein Brief aussieht. Aber wie wirkt diese Schrift auf euch? Finde ich auch. Nicht lesbar. Diese Worte, die nicht lesbar sind, sind nur wie ein Brief angeordnet. Also Mikroschrift. Kratzen und Kritzeln. Auch das sind wichtige Erfahrungen, die uns ursprünglich Freude machen. Schon die Römer hatten ein Wort dafür. Graphere. Daraus wurde Grafik. Klaus Bild heißt passenderweise einfach Text 1990. Last but not least kommen wir jetzt zu Jörg Schmitz, geboren 1969 in Hannover. Er steht in der Tradition dessen, was ihr gesehen habt. Seine Arbeit ist aus dem Jahr 2015. Auf gelbem Untergrund sehen wir eine kontraststarke schwarze Bewegung.
Das Besondere an Jörgs Arbeiten ist, dass er seine Bilder aus der Bewegung heraus entstehen lässt. Und das ist etwas, was wir nur dann erleben können, wenn wir aufhören, auf DIN A4 zu zeichnen. Wenn wir aufhören, auf DIN A4 zu schreiben. Wenn wir vor größeren Flächen stehen, zum Beispiel einer Wand oder einer riesigen Leinwand, dann kommen wir auch auf Ideen wie zum Beispiel mit einem Besen oder einem größeren Streichinstrument alles aufzutragen. Und was dabei an Körperbewegung möglich ist, das sehen wir als Spuren in diesen Bildern. Jetzt bin ich schon gespannt, wie Jörg in seinem Atelier arbeitet. Wir sehen uns gleich dort wieder. Deine Arbeit ja in der visuellen Poesie. Was hat es damit auf sich? Ja, visuelle Poesie ist natürlich ein Begriff, der häufiger mal fällt. Mit Begriffen ist es einfach so eine Sache. Es gibt immer verschiedene Begriffe, um auch Kunst zu beschreiben oder auch eine Kunstrichtung zu beschreiben. Ein Begriff, den ich ganz gerne mag, ist der Begriff der gestischen Malerei, weil es eben die Geste in den Mittelpunkt stellt und nicht die Schrift. Begriffe wie visuelle Poesie oder skripturale Poesie enthalten ja immer durch dieses Wort Poesie den Verweis auf die Schrift. Und ja, in meiner Arbeit entwickle ich mich ja nun genau weg von der Schrift. Es gibt noch andere mögliche Begriffe, also feste Kategorien in der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel der Begriff informell, also das deutsche informell in der Nachkriegszeit war ein ganz wichtiger Impuls, genauso wie das Stichwort abstrakter Expressionismus. Ich glaube, gestische Malerei trifft recht gut das, was ich mache. Action Writing? Was verstehst du darunter? Ja, Action Writing, das ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob ich den erfunden habe oder nicht, spielt auch jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall ist der Begriff Action Writing so ein bisschen angelehnt an das Action Painting von Jackson Pollock, der ja in den 50er, 60er Jahren diese Methode erfunden hat, mit der er den Zufall quasi in die Kunst geholt hat. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt. Das ist diese Verbindung zwischen beiden Begriffen. Denn ja, wie der Name schon sagt, geht es beim Action Writing nicht eben um das konventionelle, traditionelle Schreiben, sondern es geht um die Aktion, die im Mittelpunkt steht. Es geht um die Aktion, es geht um die Bewegung und es geht um den Prozess. Es geht darum, die Hand ihre eigenen Bewegungen finden zu lassen und die Hände und auch den ganzen Körper eigentlich in diesen Prozess mit einzubeziehen. Und deswegen Action Writing. Wie gehst du mit Lesbarkeit und Unlesbarkeit um? Welche Rolle spielt das in deinen Werken? Ja, klar, die Frage nach Lesbarkeit, Nicht-Lesbarkeit ist ja eine Frage, die erstmal einleuchtet. Zumal ich eben auch immer ja erzähle, dass ich eben von der Schrift her komme. Und ja, sozusagen künstlerische Leistung oder mein künstlerisches Thema ist ja eben genau diese Art der Transformation von Schrift zu Bild. Und ja, insofern würde ich eigentlich sagen, dass ich
ja, doch auch immer wieder Angebote mache, in meinen Arbeiten irgendwo einzusteigen. Also ob das dann immer unbedingt eine lesbare Schrift oder ein lesbarer Buchstabe ist, das ist eine andere Frage. Es gibt sicherlich Fragmente von Schrift, Fragmente von Buchstaben. Und ich spreche eigentlich so ganz gerne davon, dass meine Arbeit eigentlich ja durch die Geste wirkt und dass die Geste wiederum eigentlich eine Bewegung des Geistes zeigt. Also insofern könnte man eigentlich sagen, dass die Geste eine Bewegung des Geistes ist und dass eigentlich das in meinen Bildern zum Ausdruck kommt. Ja? Geste, Bewegung. Und die ist natürlich durchaus lesbar und zwar wahrnehmbar, eher aber gefühlsmäßig wahrnehmbar als sozusagen vom Kopf her, während Schrift ja erstmal, also als einzelner Buchstabe zielt ja Schrift nicht auf die Emotion, sondern eben ja auf den Intellekt und auf das Verstehen. Und das, ja, das ist ein ja, wesentlicher Unterschied. Du hast jetzt drei Aufgaben vorbereitet. Welche sind das? Hier kommen meine drei Aufgaben. Die Wiederholung ist ein häufiges, ein wichtiges und ein spannendes Prinzip in Kunst, Design und Gestaltung. Wenn du ein Wort nicht nur einmal schreibst, sondern zweimal, dreimal, 50-mal, 100-mal, dann verändert dieses Wort sein Aussehen. Ja, und jetzt nutze ich hier einen Stift, der an dem einen Ende eine spitze Seite hat und an dem anderen Ende eine etwas breitere Seite. Das ist ein sehr schöner Stift. Und jetzt fange ich einfach an, ein Wort zu schreiben. Man kann den Stift auch einfach, also nicht wie beim konventionellen Schreiben so halten, sondern auch einfach so ein bisschen locker in die Hand nehmen. Und jetzt fällt euch irgendein Wort ein, vielleicht das Wort soll. Und ja, das schreiben wir jetzt einmal, zweimal, dreimal und so weiter. Einfach hintereinander wegschreiben, ohne viel nachzudenken. Und ihr merkt schon, wie die Hand einfach so eine ganz eigene, in so eine ganz eigene Bewegung kommt. Ich kann auch mal mit kleinen Buchstaben arbeiten. Und so langsam verändert sich das Schriftbild. Zwischendurch einfach ein neues Blatt nehmen. Und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Die Geschwindigkeit zu verändern bringt überraschende Bildergebnisse. Wahrscheinlich hast du es selbst schon mal gemerkt, wenn du dir zum Beispiel beim Telefonieren ganz nebenbei was notierst. Das kannst du am nächsten Tag manchmal nicht mehr lesen. Und genau dieses Prinzip machen wir uns hier zunutze. Und steigern einfach mal unsere Geschwindigkeit. Und natürlich kann dabei gar nicht mehr überlegt werden, weil natürlich irgendwann so schnell geschrieben wird, dass dafür gar keine Zeit mehr ist zu überlegen. Und wir stellen fest, das Wort verliert eigentlich seine Lesbarkeit unwillkürlich, ganz automatisch. Und es kommt auch gar nicht mehr darauf an, dass wir irgendwas lesen können, sondern es ist eigentlich wie beim
Ja, vielleicht wie, ein bisschen wie beim Gehen oder beim Fahrradfahren, die Bewegungen werden immer automatischer und ja, gehen richtig in den Bewegungsablauf über. Ja, fast so ein bisschen wie ein EKG vielleicht, ja. Ganz automatisch, ein automatisches Schreiben sozusagen. Ja, und bei dem automatischen Schreiben, wenn man da mal ein Schreibgerät wechselt, jetzt hier mal mit einem ganz ja, dicken Faserstift und ein ganz dicker Edding, dann gibt es natürlich auch da nochmal ganz, ganz andere Ergebnisse. Und da entstehen ganz eigene Figuren. Kann auch mal kleiner werden oder größer. Wirklich richtig ausholen und oder nur ein Wort pro Blatt schreiben. Gleich das nächste und das Nachdenken vollkommen ausschalten. Die Variation bringt völlig unterschiedliche Ergebnisse im Bild. Wenn wir heute überhaupt noch etwas per Hand schreiben, dann benutzen wir meistens einen Kugelschreiber, vielleicht einen Bleistift. Und wenn du jetzt das Schreib- oder das Malinstrument einfach mal wechselst, kommst du zu ganz überraschenden, zu ganz anderen Ergebnissen. Ja, die Variation und das, was wir jetzt variieren, ist einfach mal die Auswahl der Schreibinstrumente. Ich habe hier einen Bleistift oder einen schwarzen Buntstift. Ich habe unseren Filzstift mit den beiden Enden hier, ein dickes, ein schmales Ende. Ich habe den fetten Edding, einen ja, Borstenpinsel und einen Tuschepinsel und habe hier die Tusche. Wie ihr seht, ist die Tusche sehr flüssig, also fast wie Wasser. Ja, und damit variieren wir jetzt unser Wort. Ihr denkt euch wieder irgendein Wort aus. Ich bleibe hier bei meinem Wort soll, was ich klein schreibe. Ich nehme den Filzstift. Einmal mit dem schmalen Ende, einmal mit dem breiten Ende. Und ich wiederhole das Wort, schreibe es einfach nacheinander, ohne viel nachzudenken. Nehme jetzt den Borstenpinsel und die Tusche. Und ihr seht gleich, ein völlig anderes Bild entsteht, das auch mit einem Tuschepinsel, der diese schöne Spitze hier vorne hat. Und wir variieren das Wort, drücken einmal weniger auf, einmal mehr. Und ihr seht, wie der Zufall ins Bild kommt. Da gibt es dann diese Spritzer und genau da wird es dann interessant. Oder wir nehmen einfach auch mal Dinge, die eigentlich gar nicht zum Malen oder Schreiben gedacht sind, wie hier zum Beispiel diese Ohrstäbchen. Ja, auch da wieder ein ganz, ganz anderer Eindruck. Ja, und so können wir unser Bild variieren. Es entsteht eine völlig
völlig eigenständige, völlig eigenständiges Schriftbild, völlig eigenständige Arbeit. Mit diesen Aufgaben könnt ihr selbst aktiv zum Actionwriter werden. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und bis bald zum Workshop der Akademie Schrift und Bild.